Und herzlich willkommen zurück. Sam und Mara, Part Nummer 20. So, warte mal, wenn ich hier das... Ja, sieht doch super aus. So, wir müssen mit Napopo sprechen. Dann müssen wir die Sachen zur Saimi bringen. Und wir müssen ein Ei holen. Ich glaube, ich weiß, wo ich vielleicht sogar ein Ei kriegen kann. Und ein Ei, super. Und ein Lolli, supi. Gut, das sieht doch alles wunderbar aus. Ja, ich werde jetzt mit Napopo sprechen. Dann werde ich meinen neuen Tank mal ein bisschen auffüllen. Kann ich auch da gleich machen. Und ich spreche nochmal mit dem Typen da oben, der bei der Napopo steht. Weil ich habe nämlich so das Gefühl, dass der uns irgendwas verheimlicht oder dass der noch irgendwas zu sagen hat. Einfach aus dem Grund, dass wir, ja, die haben das Feuer gebaut, aber irgendwie interessiert es den nicht. Was ist denn los? Ist das ein Elite? Wer ist das? Aquila? Was ist denn mit ihm? Hast du Angst vor ihm? Die Sauer. Hast du ihn? Aquila kann manchmal etwas beunruhigend wirken. Aber er ist kein schlechter Kerl. Ja, in Ordnung. Ich werde mit ihm reden. Spreche mit Aquila über Mapopo und die Elites. Okay. Ich weiß schon, wie man ein Feuer macht. Hast du gesehen, wie sie nachts um das Feuer tanzen? Ich habe gar nichts gesehen, Blue. Du hast ein neues Bauermel, Tiki-Fackel. Übrigens, was machst du eigentlich hier? Ich bin nichts weiter als ein Sprachrohr der Naturgeister von Mara. Nein, ich meine, was machst du hier draußen? Ist dir nicht kalt? Nicht wirklich. Ich fühle mich in Gesellschaft anderer nicht wohl. Es macht mir Angst. Ich ziehe Einsamkeit vor. Hier fühle ich mich in Harmonie. Na schön, wenn du das sagst. Na gut, manchmal ist es nicht so einfach. Was du brauchst, ist ein Schal. Dann ist dir nicht mehr so kalt. Ich finde es gar nicht so kalt. Ich werde dir einen Schal nähen. Oh, süß. Warte mal. Oh, du willst Pilze. Oh, das ist super. Du kannst die Hälfte von allen Pilzen haben. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Kohle. Ich weiß nicht, warum die Napopo Aquila nicht mag. Dass sie die Kehles nicht mag, verstehe ich. So ist das nicht. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Da hast du vollkommen recht, mein Freund. Der Typ ist cool, ich mag den. Generell mag ich eigentlich hier sehr viele Charaktere. Sogar den Aquila, dem kann ich echt was abkaufen. Nur den Edegan, den mag ich nicht so. Und die Marktfrauen, die sind mir ein bisschen unheimlich. Ich traue denen nicht so ganz. Ich hoffe, dass die auch noch irgendwann nett werden. Weil die waren mir am Anfang echt sympathisch, weil sie den Edigan so ein bisschen angeschissen haben. Aber, ich weiß nicht. Was brauchst du diesmal, Mädchen? Ich habe eine Freundin. Sie mag dich nicht allzu sehr. Welch eine Überraschung. Es ist Napopo. Ich glaube, sie hasst dich. Napopo? Das ist ein Name aus uralten Mythen. Ein merkwürdiger Name für eine Person. Nun ja, meine Freundin ist eine besondere Person. Napopo ist ein uralter Name in Mara, verstehst du? Er gehört zu einer Unterwasserzivilisation. Es gibt eine besondere Verbindung zwischen diesem Namen und dem Meer. Ich möchte niemanden mit dem Namen Napopo zum Feind haben. Gibt es etwas, das ich tun kann? Du? Nein, nichts. Aber nimm diese Perle. Man hat sie mir vom großen Quäbaum gebracht. Der Legende nach gehört sie einer dieser Kreaturen. Ist gut, ich bringe sie zu ihr. Dann ist die Napopo auch glücklich. Das ist super. Wenn ich aber schon hier bin, könnte ich eigentlich auch gleich zur Saimi rüber rennen und ihr die Sachen bringen. Ich habe so das Gefühl, wir werden hier mit Quests gerade bombardiert, aber es läuft ganz gut. Es läuft sehr gut. Ah, vielleicht sollte ich das Feuer nachts anmachen. Ich mag dich nicht. Wie konnte das nur passieren? Unsere Stationen sind perfekt. Den mag ich nicht. Oder die, ich weiß es nicht. Silber, das ist gut.
Nehme ich natürlich noch mit. Ah, oh, Rohgold. Ah, super. Das nächste Mal, wenn ich nach Hause gehe, kann ich ordentlich was craften. Saimi, Noah hat mir gesagt, ich soll dir diese Dinge bringen. Komisch, ich habe ihn nicht darum gebeten, mir was zu bringen. Bist du sicher, dass es für mich war? Für mich sind? Na gut, ich schätze, ich könnte ein wenig Obst und Gemüse vertragen. Hier, bring ihm sein Geld. Okay. Nimm bitte, mach bitte, worum ich dich gebeten habe. Oh, stimmt, okay. Mit der haben wir ja schon gequatscht, wegen dem Funkgerät. Ja. So, bringe ich ihm sein Geld und mit Napopo will ich noch sprechen, weil Aquila eigentlich gar nicht so übel ist. Finde ich auch gut, dass er den Namen kennt. Er ist ein gebildeter Mensch. Aristokrat, natürlich, ist klar. Der sollte natürlich dementsprechend etwas über Geschichte wissen. Und das erwarte ich von ihm einfach. Von daher wird das schon passen. So, hier könnte ich eigentlich später nochmal gucken, ob es da noch irgendwelche Blumen! Normale Blumen! Keine Ahnung, was es hier sonst noch zu holen gibt. Ah, hier gibt es noch Kräuter. Obwohl, von denen habe ich jetzt auch schon mehr als genug. So, Napopo. Hier, das hat mir Aquila für dich gegeben. Das ist eine ganz besondere Perle. Magst du sie? Sie ist wirklich hübsch. Oh, das tut mir leid. Gehört sie deiner Familie? Aquila hat sie mir gegeben, damit ich sie zu dir bringe. Das ist wirklich traurig. Das tut mir leid. Ich hoffe, sie wird dir helfen, die Erinnerung an deine Familie zu wahren. Ich weiß. Was ist mit dem? Okay, ich rede mit Blue. Blue, ich glaube, Napopo will mir noch was sagen. Ist gut, ich frag sie. Ich verstehe. Sie sagt, die Perle gehörte ihrem Volk. Sie ist glücklich, sie wieder zu haben. Sie möchte Aquila etwas als Gegenleistung geben. Das freut mich. Was denn? Eine Art versunkener Schatz. Napopo wird dich zu ihm führen. Toll, super. Die Frage ist, habe ich überhaupt noch Taucherbrille? Habe ich zwei. Okay, das ist super. So. Süden. Okay. Brocken, Aufträge mit Chor, okay. Nähe ein Schal für Blue. Oh, da haben wir jetzt echt was zu tun. Also ich fahre jetzt erstmal nach Hause. Dann versuche ich den Schal zu nähen. Guck, ob die Bananen reif sind mittlerweile, ob ich da mal ein paar abbauen kann. Oder ob da vielleicht schon was wächst. Dann werde ich mich beim nächsten Mal... Hör auf zu faulenzen, das darf nur ich... Entschuldige, Chor, ich koche gerade. Okay, ich will dir noch was verkaufen. Ein paar Zwiebeln, ein bisschen rote Beete. Normalerweise müsste ich eigentlich mal richtig viel Orangensaft abfarmen und den dann verkaufen. Hundi! Bitteschön. Hundi! Komm her! Äpfelchen! Wer ist ein braver Hund? Du bist ein braver Hund, ne? Kommst du mit? Nein? Doch. Komm mit. Ja, du bist ein braver Hund. Ja. Supi. Ich will auch einen Hundi für meine Insel haben. Ja, das wird interessant. Ja, das ist jetzt nur die Heimatinsel. Da kann ich selbst hinfahren. Jo, wir haben ordentlich was zu tun. Ganz schön viel. Das ist nicht wenig. Ah, die Bananenstaude wächst. Das ist super. Die ist noch nicht reif, das ist aber auch okay. Das läuft. Super. Das wird schon.
Kirschen. Nein, ich brauche noch ein paar Äpfel. Die habe ich an die Hundis verfüttert. Ja, ihr kriegt auch was zu essen. Das ist klar. Na gut. Aber ich habe eigentlich genug Äpfel. Von daher sollte das kein Problem werden. Ja, den kann ich mal gießen, das Zeug. Warum eigentlich nicht? Hat schon lange nicht mehr geregnet. Da ist dann halt nur noch die Frage, wie lange der Kram noch hält. So, hier habe ich noch 8 Mal. Der Brunnen ist leer. Der Brunnen ist auch leer, okay. Ja, ich gehe ein bisschen verschwenderisch mit dem Wasser um, aber es ist nicht so schlimm. So, ich muss einen Schal nähen. Den kriege ich sogar hin. Wunderbar. Aber habe ich mir gedacht. So. Gut. Dunas Insel, Akachis Eltern, Vermächtnis. Okay, okay, Koa. Nee, einen Schal für Blue haben wir. Machen weiter mit Mayo. Ananas brauchen wir. So, jetzt will ich aber gleich hier nochmal hoch auf den Berg und möchte mal gucken, was die anderen Sachen machen. Und am nächsten Tag werden wir uns dann wieder auf Reisen begehen. Ja, das Zeug wächst. Ich finde es nur komisch, dass es nur hier oben wächst. Das ist so... Das ist irgendwie dumm. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Ich will hier die Mine nochmal abgrasen. Bevor es jetzt wirklich dunkel wird. Den Rest der Energie benutzen. So, wunderbar. Jetzt können wir heute mal früher ins Bett gehen, Koalein. Das ist super. Und dann geht's uns eigentlich auch wieder gut. Ich kann jetzt nicht rennen. Das ist ein bisschen blöd. Ah, ich baue noch ein Seil und dann kann ich Schweinchen Dingsbums bauen. Das ist eigentlich ganz cool. Das werde ich natürlich dann auch machen. Dann finden wir nämlich unterwegs auch ein paar Schweinchen und dann wird es hier richtig lebendig auf der Insel. So, erstmal schlafen. Supi. 12 Minuten, das ist wunderbar. So, Werkzeuge. Kupfer, jawohl. Eine bessere Angel, eine bessere Axt. Wunderbar. Das ist schön, das freut mich. So, du kriegst natürlich was zu essen. Genauso wie du. Und du natürlich auch. Ja, dich darf ich nicht vergessen. Sollst ja auch groß und stark werden. So. So, gut. Bevor ich jetzt anfange zu sehen, möchte ich natürlich den ganzen anderen Kram erstmal ablassen. Morgen wird das sowieso reif. Dann reicht es doch eigentlich, wenn ich die Tomaten ernte. Ja, genau. Und dann kann ich morgen noch am nächsten Tag hier alles abernten. So. Ich muss hier jetzt sowieso lange hin und her reisen. Von daher ist das okay. Kokosnuss. Supi. Bananen. Die brauchen noch ein bisschen. Aber das ist in Ordnung. Muscheln möchte ich natürlich noch sammeln. So. Schwimmen wir mal an Land. Dann ist die Koa auch geduscht. Supi. Trotzdem würde ich gerne mal die Klamotten wechseln. Nein! Den Turnbeutel will ich haben. Kleidung wechseln. Ja, das machen wir. Das passt. So, ist natürlich so vom Abgrasen her, also vom Abernten, nicht, vielleicht nicht ganz so perfekt.
gewählt, die drei Kokosnusspalmen hier. Aber auf der anderen Seite sieht es halt einfach super aus, wenn die so ein bisschen verteilt sind. Gut, wir müssen ja sowieso hin und her reisen. So, das bedeutet... Karte. Dunno-Inseln. Dunas Insel, Richtung Süden. Ich hätte eigentlich vielleicht nochmal meinen Tank füllen sollen. Ah ja, der Tank wird schon aushalten. Das wird schon passen. Kleines Schiffmädchen, wie ich sehe, hast du ordentlich an deinem Boot herumgeschraubt. Hallo, Herr Lizio. Bitte, Herr Lizio, hör auf mich mit Herr, nenn mich einfach Lizio. Oder besser Captain Lizio. Oder noch besser Lizio, der Schreck Maras. Und ich habe vergessen, wie der Rest geht. Man hat mir gesagt, dass ich ältere Erwachsene mit Respekt behandeln soll. Wen nennst du ja alt? Ich bin ein moderner Pirat. Wirklich, Schiffsmädchen, dafür sollte ich dich eigentlich über die Planke gehen lassen. Zu deinem Glück bin ich ein barmherziger Pirat. Lass uns ein Wettrennen machen. Ich habe keine Zeit, ich bin auf einer wichtigen Mission. Ach, pappadapapp. Nur ein Wettrennen, es dauert nicht lange. Nee, ich weiß nicht so recht. Alles andere kann warten. Alles klar, das machen wir doch gerne. Haha. Wow, ist der schnell. Ich krieg dich noch, du Lümmel. Der ist ja viel schneller als ich. Das ist nicht cool. Warte, was? Habe ich gewonnen? Sollte ich das gewinnen? Das ist nicht fair. Tut mir leid, Captain Lizio. Diese alte Klapperkiste hat einfach ihren Geist aufgegeben. Oh, ich muss wirklich mal, wirklich durchgehen lassen. Ich kenne eine Frau in Quelis, die es durchsehen könnte. Bist du sicher, dass sie das kann? Sie ist immerhin Pirat. Das ist immerhin Piratentechnologie. Natürlich. Ihre Haare sind wie Feuer und sie ist so stark, dass sie mich mit einem kleinen Finger hochheben kann. Haare wie Feuer? Klingt gefährlich. Sie ist sehr nett. Sie ist die Beste. Wie auch immer, fair ist fair und ich habe gegen dich verloren. Hier hast du deine Belohnung. Was ist das? Ich dachte, ich bekomme eine Trophäe, wenn ich gewinne. Kind, das war doch kein richtiges Piratenrennen. Das war nur ein kleiner Test. Aber du hast Potenzial. Wirklich? Oh ja, aber sicher. Wenn es etwas Neues gibt, werde ich mich bei dir melden. Oder unsere Schiedsrichter. Toll. Aber warte. Ich habe ganz vergessen, dass ich eine Mission hatte. Piratenuniform. Cool. Bin ich hier auf Dunas Insel? Nein. Ist ja cool. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Oh, wie cool ist das denn? Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Super. Super, habe ich auch den Titel gefunden. So, hier ist Schwarzer Vulkan. Okay, es ist nicht das, was ich dachte. Ich will hier mal tauchen. Vielleicht finde ich ja hier was. Öffne die Schatztruhe und kehre... Ah, ja, okay. Aber hier gibt es bestimmt noch mehr zu finden. Luft, na popo. Ich habe so das Gefühl, die ist richtig glücklich im Wasser. Guck mal, wie sie lächelt. Supi.
Warum kann ich das Boot nicht verlassen? Warte. Warum kann ich das Boot nicht verlassen? Ah, auf offener See geht das nicht, okay. So, reiche Richtung Süden, Ackerfelder, sammel den Brocken aus Metall, okay, näher an Schal für Blue. Okay. Tauche in das Meer des Quäbaums und finde den Schatz. Okay. Nudelrezept. Na gut. Ich muss hier noch was finden. Ich habe auch Hunger. Die Kleine. Bonbon. Kinder lieben Süßigkeiten. Oh, super. Das war richtig gut. Vielleicht nicht ganz in der Situation. Lesen. Alicat, may this adventure be magical, memorable and timeless. Ist dieses, vielleicht ist dieses Alicat, vielleicht ist das Abenteuer magisch, erinnerungsreich und zeitlos. May the summer never end and the joy everlasting with love, Rubin. Alles klar, vielleicht ist der Sommer, summer never end, vielleicht endet der Sommer nie und der Genuss ist überlastend oder was weiß ich, der Genuss ist sehr offen. Everlasting, ich bin mir nicht ganz sicher, was Everlasting bedeutet. Was ist das? Ist das eine Blume? Das sieht alles so cool aus. Ich brauche einen besseren Hammer. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Och Mann. Jetzt habe ich den Vulkan schon. Ich gucke trotzdem einfach mal, was hier zu finden gibt. Das sieht schon ein bisschen komisch aus. Das muss man dem lassen. Ich hoffe, dass der Vulkan nicht ausbricht. Der macht so komische Geräusche, die hier nicht sehr vertrauenserweckend sind. Nein! Das wollte ich doch gar nicht. Ich will eigentlich hoch auf den Vulkan. Ich hoffe, das tut der Chor nicht weh. Oh, ist das ein Seehund? Hallo, Meister Robbe! Hallo! Oh, jo, faul auf der Bank rumlümmeln. Das haben wir gern. Goldig. Supi. Finde ich schön. Super. Na, dann geht's hier gut. Okay, ich brauche einen besseren Hammer. Bevor ich jetzt hier weitermache. Okay. Hier gibt's also auch so eine Quelle wie auf meiner Insel. Das muss ein besonderer Ort sein. Das ist zwar schön, die Frage ist nur, kann ich hier auch meinen Tank füllen? Das habe ich nämlich jetzt vergessen, die ganze Zeit schon. Das bringt alles nichts. Nein! Schade, ich dachte, ich könnte irgendwie hoch. Nein, ich kann da nicht hoch. Nein, nein, ich will da hoch. Blöde Wände. Das sah so super aus. Kann ich hier vielleicht... Oh, komm schon. Ja. Oh, komm schon. Ihr könnt doch nicht... Oh, ist das gemein. Ihr teasert so hart. Und dann sowas. Och, komm. Oh. Na gut. Dann ist das halt so. Aber warum kann ich hier nichts... Warum kann ich meinen Tank hier nicht füllen?
Ist natürlich ziemlich farbenfroh. Mal gucken, was es hier so zu finden gibt. Was habe ich hier denn gefunden? Das sieht so nach einer handwerklichen Insel aus. Okay. Hallo, hallo, hallo. Scheinbar ist niemand da. Andererseits war sie Teil von Hakus Trupp. Saimi hat gesagt, ich soll ihr die Blumen bringen. Das ist es. Ah, die ist also hier unterwegs. Hier muss ich auch von der Duno hin. Okay. Problem allerdings ist nur, dass ich hier nichts machen kann, weil ich diese Blume noch nicht habe. Na gut. Ist kein Problem. Ich muss sowieso auch mal... Warte mal. Blume habe ich nicht. Okay, Akachis Eltern, Akila. Das ist natürlich jetzt die Frage. Sammel einige Brocken des merkwürdigen Metalls. Ich brauche einen besseren Hammer dafür. Das bedeutet, ich muss mit meinem Schiff die Insel von Akachis Eltern finden und das Feld abernten. Oh, was sind denn das für kleine Augen? Könnte das Freunde sein? Hallo? Hallo? Schade. Die wollen nicht mit uns kommunizieren. Sind aber goldig. Ja, doch, sind ganz goldig. Na super. Oh, dieses Klappern, da hat man richtig Lust, die Hüften mitzubewegen. Leicht spanisches Temperament. Ist auch ein spanischer Entwickler. Super. So, na gut. So, dann will ich mal im Boot schlafen. So, ich muss nach Hause auf der einen Seite. Schal habe ich gemacht. Okay. Fange ein paar Fische, tauche in das Meer des Quäbaums. Ist das wirklich? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich der Fall ist. Weißt du was? Nein, nicht zur Heimatinsel. Ich will nach Quelles. Noah, etwas Merkwürdiges passiert. Saimi wusste gar nichts von der Lieferung. Ich weiß. Die Dame lebt isoliert und allein. Sie zeigt sich selten im Freien und denkt niemals an sich selbst. Wenn wir ihr kein Essen bringen würden, würde sie wahrscheinlich gar nichts essen. Caleb und ich tun dies schon eine ganze Weile. Ich habe vor langer Zeit bereits eine ähnliche Person getroffen, in einer kleinen Stadt südöstlich von ihr. Die Stadt lag in einem großen Tal auf einer riesigen Insel. In der Mitte war ein Schloss. Die Person, die ich meinte, lebte zurückgezogen in dem Schloss. Vielleicht war es auch nur ein Geist. Wie gruselig. Niemand traute sich auch nur in die Nähe des Schlosses. Man erzählte sich, dass es dort spuken würde. Wir haben ihm ein paar wunderschöne Waren verkauft. Dem Geist? Ja, dieser Geist hat wirklich viel Geld. Das klingt merkwürdig. Na gut, macht ihr aber super, Jungs. Noah, du siehst müde aus. Noho, ich hab Hunger. Den ganzen Tag im Laden zu arbeiten regt den Appetit an. Kannst du nicht kurz Pause machen und etwas essen? Natürlich nicht. Was, wenn ein Kunde vorbeikommt? Du hast nicht wirklich auf Kundschaft, oder? Es ist schon jemand vorbeigekommen. Es wird schon jemand vorbeikommen. Du wirst schon sehen. Übrigens liebe ich Takas Gerichte. Alles klar. Wie lange sind wir schon am Aufnehmen? Ich würde sagen, wir machen für heute. Es schickt für heute und wir sehen uns beim nächsten Part. Macht's gut, Leute. Ciao.
Ja.